So, wenn ich jetzt noch warte, bis die Glocken aufhören, dann wird das wahrscheinlich nichts mehr. Ja, also ein paar gute Nachrichten. Dieser tolle Birnenbaum wird wahrscheinlich dieses Jahr Birnen tragen. Das heißt, es wird einiges zu essen geben. Und bevor gierige Mäuler das Ding abweiden, muss ich dann natürlich auch noch meine Schnitz dran halten. Außerdem habe ich herausgefunden, dass man Gutes sogar noch besser machen kann. Wenn ihr am Parkdeck eure Rigatoni Schafskäse holt und tut die mit weniger Käse, aber mit Peperoni, also Gemüse-Peperoni, euch machen lassen, dann müsst ihr lange suchen, finde ich, bis ihr ein Restaurant findet, wo das leckerer schmeckt. Also das war ziemlich abartig gut. Noch ein bisschen Tabasco drauf und absolut perfekt. Ja, das habe ich nämlich gegessen, nachdem ich eine Radtour rund war und noch zur Hälfte ein Buch ausgelesen habe. Und das ist so das erste Thema, worüber ich sprechen möchte. Planning Extreme Programming von VLab. Und das sind die Momente, wenn man so Bücher liest, wo man am liebsten... Na, es ging darum, wie man Software entwickelt und die ganze Planung von Extreme Programming und ja, die üblichen Geschichten halt, wenn man keine Zeit hat, woran das liegt, dass man in Wirklichkeit nur zu viel zu tun hat und dass man mal sein Zeug dann irgendwie anders aufteilen soll und sich nicht so voll planen soll, wie man letztendlich die Softwareentwicklungsprozesse so gestaltet, dass man überhaupt zum Ziel kommt, dass man sich nicht überplanen soll, immer Schritt für Schritt vorangehen soll und den ganzen Krimskrams und ja, noch ein paar Sachen mehr. Unter anderem halt auch, wie man die Pflichten und die Rechte von Softwareentwicklern und die Pflichten und Rechte vom Kunde definiert. Und ich will gar nicht so genau auf die Details eingehen, außer so Sachen wie, dass auch ich als Entwickler das Recht habe, gute Arbeit zu machen. So ein Joke. Und dass mir auch dazu die Zeit zuteil werden darf, die ich dafür brauche. So ein Joke. Ja, also im Wesentlichen, da steht alles drin, wie man eine gute Chance hat, Projekte zum Erfolg zu führen. Und genauso wird es in keiner Klitsche gemacht. Und wenn man dann auch nur die Idee hat, dass man Software mit guter innerer Qualität schaffen möchte, weil das die Voraussetzung ist, dass das funktioniert, also Tests schreiben und so eine asoziale Scheiße, dann braucht man den kleinen Klitschen nicht anfangen, weil für sowas hat man keine Zeit. Ja, warum? Weil man zu viel zu tun hat, das ist das Problem. Das heißt, es ist nicht die Lösung des Problems, dass man die wichtigen Dinge dann weglässt, sondern dass man sich auf das fokussiert, was man eigentlich wirklich machen sollte und die ganzen anderen Sachen mal weglässt. All die schönen Sachen, ganz hässlich. Auf jeden Fall, wenn es dich mal interessiert, Planning Extreme Programming von Fowler und Kent Beck. Martin Fowler, Kent Beck. Ist einfach zu lesen. Ich habe heute innerhalb von anderthalb Stunden das Buch zu 40% durch. Es liest sich wie ein Kaffeekränzchenbuch für alternde Wirtschaftsleute, also BWLer. Also, oder eigentlich liest es sich fast wie ein Buch für Mädchen. Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, wie ein Softwareentwickler in einem normalen Mindset das in den Kopf drücken kann. Ja, ich habe in der Sonne gelegen und habe mir es gut gehen lassen. Von daher habe ich eine Entschuldigung, dass ich es mental überstanden habe. Ja, gerade zu dem Thema, weil es mir nämlich so bröckchenweise wirklich genauso vor die Nase nochmal gelegt wurde, möchte ich dann für meinen Live-Coaching-Channel noch einen Beitrag machen zum Thema wir haben keine Zeit, was eigentlich dahinter wirklich steckt oder wie man das dann, worum es dabei wirklich geht. Ne? Weil es ist nämlich wirklich so, wir haben keine Zeit, bedeutet immer, wir haben zu viel zu tun. Und das ist das Problem. Und dann löst das Problem nicht, indem man mehr Zeit macht, weil Zeit ist endlich und man kann sie nicht schaffen, sondern man muss halt dafür sorgen, dass man weniger zu arbeiten hat. So sinnvoll. Und das, was da drin steht, bloß noch ein, zwei Sachen, die werde ich mir dann halt überlegen. Die Glocken läuten wirklich ewig. Was ist denn da los? Ist hier Kirschmess? Ja, scheint so. Die Musik blödelt. Scheint halt. So, und
Gestern war ich noch im Tanzritual. Es war sogar mal wieder ein bisschen besser, fand ich. Es waren wieder mehr Leute da. Das heißt, die Sommerpause geht wahrscheinlich ihrem Ende zu. Und was auch überraschend ist, ist, dass eine sehr hohe Frauenquote da ist. Also zum einen viele Pärchen, zum anderen viele Frauen. Also man kann sich wirklich nicht beschweren, dass in Diskotheken, auf die Bereich zu wenig Frauen sind. Also das schminkt euch mal ab. Und sie waren nicht alle hässlich. Im Gegenteil eigentlich. Also, na gut, sagen wir mal, es gab eine, die war wirklich hübsch. Die hat alle anderen in meinen Augen ausgesprochen. Und sie war ungefähr doppelt so alt wie der Schnitt der anderen. Also ich schätze mal, vom Gesicht her müsste so um die 55 gewesen sein. Aber von der Figur dürfte die Dame die meisten der anwesenden 20-Jährigen ausgestochen haben. Zumindest mal in meiner Wahrnehmung, aber ich bemesse sexuelle Anziehung häufig in der Währungseinheit BMI. Das Auge ist mit und ich picke lieber die Gräten. Geschmackssache. Und was halt total faszinierend war, weil sie war wirklich komplett out of range. Also sie war sogar noch älter als ich. Und sie hat mich sogar angelächelt. Wahrscheinlich aus Verzweiflung, weil niemand an ihrem Alter da war, außer mir. Ja, muss wohl so gewesen sein. Vermute ich mal, dass es das so war. Ich fand sie auch sehr nett. Das Problem an der Sache war nur, wie soll ich das jetzt sagen? Die junge Dame, die mir letzte Woche charmanterweise das Gefühl gegeben hat, attraktiv zu sein, so eine sehr direkte Art und Weise, ist 22 Jahre jünger als ich. Meine letzte Partnerin war 17 Jahre jünger als ich. Meine letzten Affären waren so auch um, also irgendwie Range zwischen 20 und 15 Jahre jünger als ich. Und das Problem ist halt, dass ich wahrscheinlich eher so von meinen Interessen und von dem, was ich so mache, und eigentlich eher so in den Bereich um die 30 reingehöre, und das einer Frau von möglicherweise 55 zu erklären, ist wahrscheinlich nicht die Disco mit der hohen Lautstärke der richtige Ort dafür. Insbesondere so ein locker flockiger Spruch, ey komm, lass uns doch mal Longboard fahren gehen. Ich weiß nicht, ob das so ihr Ding gewesen wäre, sah nicht so aus, aber man weiß ja nicht, vielleicht fährt sie doch gerne Longboard und man findet es heraus. Ja, also ich habe sie natürlich nicht angesprochen, weil ich war nur zum Musikhören da und die Musik war sehr toll. Und es gab überhaupt nichts zu meckern, fand ich diesmal, außer vielleicht diejenigen Leute, die ein bisschen jünger waren. Die haben mit dem restlichen Kram nachher nicht mehr so viel anfangen können, glaube ich. Aber ich habe mich sehr gut an meine 20er erinnert gefühlt, was nicht unbedeutend auch daran lag, dass dieselbe Musik lief und ich dieselben Klamotten getragen habe, wie wenn ich, als ich 20 war. Also meinen Mantel, den ich mir mit 20 gekauft habe, und meinen Rock, den ich mir mit 20 gekauft habe. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ob es vielleicht auch mal wieder an der Zeit wäre, sich schwarzen Nagellack zu kaufen und schwarzen Lippenstift und Kajal und mal für ein oder zwei Mal weggehen, mal die 20er Jahre auferstehen zu lassen. Ich denke, der jungen Frau hätte es auch gut gefallen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall war das Tanzritual, fand ich jetzt besser nochmal als die letzten Male, wo ich da war. War also netter, fand ich. Auch für jemanden, der jetzt nicht mehr so in der Szene drin ist. Es war halt echt nette Musik und die Bassboxen. Im Heaven gab es eine Bassbox. Die war ungefähr 3 Meter lang, ungefähr 1,50 hoch. Und ich habe mich ja da jeden Freitagabend den Rücken durchmassieren lassen. Oh, und wie vermisse ich das. Und das Klo. Aber die Bassbox. Ja, Alex, ne? Wir und das Klo, gell? Ja, aber nicht die Bassbox. Ja, das vermisse ich. Ich habe die Bassbox gefunden, die am schönsten ist im Tanzritual, und habe mich natürlich dann gleich draufgesetzt, aber das ist nicht die Bassbox vom Heaven. Schade. Anderes Thema noch, was im Moment gerade durch die Medien, es gibt ja eigentlich nur noch ein Medium Internet, ne? Nee, sogar das ist ja der Punkt. Sogar durch die Zeitungen durchgeht, das ist die Geschichte mit Netzpolitik.org und der Anzeige wegen Landesverrat.
Kommt die ersten Katzen. Nee. Schwierig finde ich, dazu eine Meinung zu haben. Und vor allen Dingen eine begründete. Weil die wenigsten haben den ursprünglichen Sachverhalt wahrscheinlich mitbekommen. Hallo. Hallo, das ist Hexe. Hallo, Hexe. Wow. Ja, der ursprüngliche Sachverhalt war, so ich das verstanden habe, dass der BND Facebook ausforschen lassen wollte oder ausforschen wollte, also praktisch die Bevölkerung. Und dass Netzpolitik.org von einem Whistleblower die Information erhalten hat und dann internere Papiere vom BND veröffentlicht hat. So, und irgendjemanden, dem Chef vom BND, der kein so großer Katzenfreund ist wie ich, hat das wahrscheinlich so gar nicht gefallen und hat deswegen den Obergeneralstabsbundesanwalt initiiert, dass der eine Anzeige macht, wegen ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrat. Viele possierliche Dinge daran. Possierlich deswegen, wenn man Landesverrat begeht, verrät man Informationen über einem Land zum Schaden von dem Land jemand anderem. Wenn ich der deutschen Bevölkerung verrate, dass sie ausgespäht wird, füge ich dann dem deutschen Volk Schaden zu, indem ich dem deutschen Volk verrate, dass das deutsche Volk ausgespäht wird. Das hört sich nach Quatsch an. Außer, wir haben hier zwei Länder. Das eine Land ist die Bundesrepublik Deutschland und das andere ist das Volk der Deutschen. Also räumlich. Also hier offensichtlich haben wir zwei Länder. Wir haben zum einen die Bevölkerung von Deutschland und das Land Deutschland. Und wenn man Informationen, die das Land Deutschland, die Bundesrepublik betreffen, dem deutschen Volk, also dem anderen Land, verrät, ist das offensichtlich Landesverrat. Zumindest mal in der Wahrnehmung von denjenigen, und das ist jetzt überhaupt nicht so klar, die initiiert haben, dass dieses Ermittlungsverfahren angestoßen wurde. So wie ich verstanden habe, ging das irgendwie über kurze Reichung vom BND-Chef irgendwie. So, war es das aber? Ist das nicht noch etwas, was höher angesiedelt wurde? Also haben wir es jetzt hier mit der Situation, dass die Regierung das deutsche Volk als feindliches Land betrachtet? Oder ist das einfach nur eine interne Sache, wo mal gerade Händchen gereicht wurde? Und wenn ja, wie kann das sein, dass der General Oberbundesstaatsanwalt eingeschaltet wird bei so etwas, wo sehr offensichtlich auch ist, welche Resonanz das in der Öffentlichkeit haben wird. Also entweder hat da niemand vorher geschnallt, was passiert, wenn eine der kritischsten Stimmen im deutschen Internet des Landesverrates angezeigt wird, mit wie wenig Substanz, oder da war ein Masterplan aus irgendwelchen Gründen, oder die sind einfach nur bescheuert und blöd und haben das Internet nicht verstanden. Haben immer noch nicht begriffen, dass das Internet Leute erreicht in Deutschland. Also der Präzedenzfall war ja 62, wo es gegen den Spiegel ging. Sondern muss ich ganz ehrlich sagen, das war noch nicht meine Zeit. Das habe ich auch nicht verstanden. Das ist so weit weg. Ich müsste mich da jetzt auch nochmal auf Wikipedia, in der Hoffnung, dass das nicht gefälscht ist, da durcharbeiten und mir das anschauen, aber ich weiß es auch nicht. Allein da zeigt sich auch schon mal für mich ein Problem. Ich meine, grundsätzlich bin ich ja an diesen Netzthemen interessiert und schaue mir das mal auf Heise an und in der Telepolis lese ich mir das durch. So, der Punkt ist aber, ich habe da auch nicht den Durchblick und den gesamten Hintergrund. Doch, dass Katana gerade auf dem Weg ist, hilft mir nicht. Geldschatz. Wow. So, und für mich ist dann auch die Frage, wie viel Background haben die restlichen Rezipienten dieser Nachricht? Und warum wird das dann so groß berichtet? Und welche Folgen oder soll diese Meinungsbildung haben? Welche Agenda steckt dahinter halt auch? Weil die meisten Deutschen haben das nicht mitgekriegt, dafür interessiert sich auch kein Schwanz. Oh, dazu gleich auch noch was. Und die Frage ist dann halt auch, was soll damit bezweckt werden? Also, Sommerloch? Haben wir gerade ein Sommerloch? Ja, wir haben ein Sommerloch, gell?
Ich finde das halt alles ein bisschen konfus, weil erstens mal ist es völlig okay, einen Whistleblower, wenn Journalisten Informationen eines Whistleblowers über einen Sachverhalt, der möglicherweise sogar eine Grundrechtsverletzung ist, Informationen also darüber veröffentlichen, das ist Landesverrat. Es ist aber völlig okay, wenn auf WikiLeaks tonnenweise Informationen über diese Lektoren zur Verfügung stehen, aber wegen mangelnder Beweise nicht gegen den BND ermittelt werden kann, um herauszufinden, welche Selektoren benutzt wurden. Außerdem gibt es natürlich auch keinen generellen Anfangsverdacht, dass die deutsche Bevölkerung und auch die deutsche Wirtschaft ausspioniert wurde. Also dagegen wird natürlich nicht ermittelt, von demselben Obergeneralbundesstaatsanwalt. Auf der anderen Seite wird aber die Geschichte losgetreten. Und das ist so konfus, also entweder sind da die beteiligten Parteien so inkompetent oder da steckt irgendwas anderes dahinter. Aber was? Reines Sommerloch kann das nicht sein. Und vor allen Dingen, ich kann es nicht beurteilen. Weil selbst wenn ich jetzt versuche, mich da gelegentlich durchzuwühlen und zu schauen, worum geht's hier, ich weiß es nicht. Und wie viel weiß der normale Deutsche, der sich das anschaut? Ist das wieder auch so ein komisch? Oder ist das wieder so ein Gewöhnungseffekt, dass man die Nachrichten bombardiert mit Themen, wo es die Überwachung der Deutschen geht, dass die Deutschen sich irgendwann sagen, wir werden ja eh überwacht, ist ja alles in Ordnung, um dann die Tür und Tor zu öffnen. Und Überraschung, heute noch auf Heise gelesen, es sind tatsächlich 2.500 Leute für eine Demo wegen der Geschichte auf die Straße gegangen. Wow, 2.500 Leute. 2.500 Leute gehen auf die Straße, wenn... Ist das jetzt ein Organ der Regierung? Oder ein der Regierung unterstehendes Organ? So rum ist es richtig. Hingeht... Und die Pressefreiheit in einem Land komplett torpediert, indem es Journalisten wegen Landesverrat anzeigt. 2.500. Wie viel sind es? 80 Millionen? Ich meine, das ist doch ein Freibrief, oder? Steht drauf, es interessiert keinen. Ich verstehe es wieder nicht ganz. Warum das alles noch so durchgeht. Es kommt doch nur in Zeitungen ein Artikel und das war's. Und in gewissen revolutionären Kreisen, die halt die Telepolis lesen, da geht das dann durch und da ist die Aufregung groß. Aber der Rest der Bevölkerung interessiert sich einen Scheißdreck, ob sie auf Facebook überwacht werden, ob deutsche Rüstungs- oder deutsche Industriekonzerne abgehorcht werden, ob unsere Nachbarn abgehorcht werden, ob alle abgehorcht werden. Nur ist ja egal, ne? Ich bin komplett überfragt, ganz ehrlich. Ich gucke mir das mit der Geschichte natürlich nochmal an und schaue mir auch nochmal die Hintergründe dazu an. Damit mache ich wahrscheinlich mehr als 90% der restlichen Deutschen. 99%. Aber auch mir fehlen die Hintergründe, auch ich verstehe es nicht. Und selbst ich könnte da keine konkrete Entscheidung treffen, wie ich mich verhalten sollte, wie ich das zu bewerten habe, was ich da überhaupt tun könnte. Wie ich mich positioniere. Ja, bin mal gespannt, was der nächste tolle Otto wird. Ach, die Japaner wurden auch komplett abgehört. Aber das ist ja mittlerweile auch schon egal, ne? Weil das sind ja nur die Japaner. Sehen lustig aus. Ne? Und machen Japan-Bondage. Von daher. Okay, gut. Ich glaube, für heute... Es ist schon ein bisschen zu dunkel für einen Beitrag an Saarwiesen, aber ich habe wenigstens meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Ich habe den heutigen Vlog-Beitrag abgeworfen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.